Moin, moin! Hier ist wieder euer Robin für euch. Eine weitere Folge, die ich aufnehme. Es ist der 10.04.20 nach 7. Ostermontag. Für euch schon Juni, wenn ihr diese Folge seht. Aber ja, ich hoffe, euch geht's gut. Neue Folge Gold RP. Und ihr findet wie immer alle Folgen in der gleichnamigen Playlist. Good Old. Ja, so sieht's nämlich aus. Ich habe mir gedacht, nachdem ich heute Morgen einen kurzen Livestream gemacht habe, den ihr dann natürlich am 10. Mai gesehen habt, ist doch klar, ihr seid der treue Zuschauer bei Robin TV, seht ihr diese neue Folge. Ich glaube, am 20. Juni kommt sie dann. Ich bin mir nicht ganz sicher, aber mal schauen, was heute so geht. Wir laden mal einmal ganz entspannt rein. Eigentlich wollte ich heute entspannt chillen, aber ich habe mir gedacht, komm, nimmst du mal eine kleine entspannte Folge auf. Ja. Sound resumed. So. Da sind wir. Erstmal den Sound anpassen. Jetzt machen wir mal einen Dauerlauf. Zu unserem Fahrzeug. Einmal schnell gucken, ob alles gut ist. So, einmal kurz hier eben den Sound anpassen. Aber ich denke mal, jetzt passt es. Da wollte ich eigentlich hin. Einmal schnell tanken. Den Kanister wollte ich eigentlich nicht kaufen. So, jetzt aber. Ja, die Zapfsäule hier ist immer ein bisschen zickig. So, dann mal Abfahrt.
Ich wollte jetzt einmal kurz zum LSC hoch. Hier ist nämlich nur 160. Deswegen habe ich mal einmal kurz abgebremst. Einen wunderschönen. Wunderschön. Ja. Okay. Okay. Ziehen wir uns mal eben ein, zwei Kaffee rein. Dass rechts unser Balken wieder voll wird. So, einmal müssen wir noch. Sehr schön. Einen wunderschönen Hallöchen. Guten Abend, Herr Schumacher. Hallöchen. Dachchen. Hast du Zeit zum Reden? Ich bin gerade am LSC. Ich muss mal eben mein Auto reparieren. Ich habe gerade drei Laternen mitgenommen.
Okay, dann wäre es gut, wenn du zur Arena zum Büro kommen könntest, ne? Wenn ich mich nicht wieder verlaufe. Aber das kriege ich schon hin. Wollte schon sagen, ey. Also, so verpeilt Ja. bist du jetzt auch. Alles gut, ich komme gleich rum. Okay, das passt, dann Gib können wir mir die 10 nächsten Minuten. beiden. Bis Okay, gleich. passt. So. Die, die du hast. Ja. Ich sehe aber Digga, mich ich hab bei die auch den gestern erst MAE-Filmen. gefunden. Ich sehe mich aber bei Ich dem hab die gestern erst MAE-Film. gefunden. Ja, MAE ist MAE. Und deswegen sehe ich mich schon bei denen. Ja, hat was. Victor, machst du oder soll ich? Victor! Hm. Boah, ja, seid doch nicht so laut, du Fotze! Alter. Nochmal, nochmal! Nein, lieb dich doch. Lieb dich doch. Love sind sehr. Victor. Mach du. Hast du Liebe zwischen den. Victor. MAE oder die Kackfilme, die Echo hat? Meine. Was hast du drauf? Junge, bist du behindert? Guck, er will mitmachen. Ah. Kopfschmerzen. Schmerzmittel Aua, holen, mein aua, Kind. aua. Möchte Meine Fresse. Schmerzmittel holen, mein Schatz. Gib mir nicht auf die Eier. Warum nicht? Fragte, braucht ihr noch länger oder soll ich in einer Stunde nochmal wiederkommen? Was brauchst du denn? Ich brauche eigentlich nur einen Lackstift für mein Auto. Ich habe da hinten um die Ecke die Laterne mitgenommen. Haben die im Baumarkt keinen Lackstift? Da gibt's doch Graffiti, oder nicht? Ja, Graffiti. Achso, haben die jetzt Graffiti im Angebot? Ob es im Angebot ist, keine Ahnung, aber die haben da Graffiti. Ob du es benutzen da kannst, ist eine andere Frage. Okay. Ich kann mal drüber gucken, ja. Und Na, ich bin auf dem Seitenspiegel links Weg. ist kaputt. Musst du reingehen, aufmachen. Du musst reingehen, aufmachen. Was denn? Ja, ich komm rum. Jetzt. Ja, Moment. Dann können wir uns auf jeden Fall schon mal hier. Die Da ist schon ein Messwinkel. Radio drin. Achso, okay. So. Okay. Hier, der hat nur so einen Kratzer gehabt, ne? Ich hab den erstmal rauspoliert. Ich gebe dem mal eine kleine Rechnung, oder? Kannst du mir ruhig 500 geben, alles gut. Alles gut. Weil die Scheibe rechts war ja auch kaputt. Daher. Was? Ja, okay. Ist hier einmalig. Ich mache das jetzt mal ein bisschen billiger. Musst du das nächste Mal aufpassen, ja? Nee, alles gut, du kannst mir ruhig die 500 geben, aber ist okay, wenn du es mir billiger machst. Ist ja eh Dienstfahrzeug, also daher. Frage, der Lack dahin, der Ja. silberne, ist der zulässig? Kann er jeder drauf bekommen? Natürlich. Was kostet der? Muss ich nachgucken, ich glaube 500 oder so. Sieht schon geil aus. Ja, ich muss jetzt erstmal rüber zur Arena. Der Schuhmacher, der macht schon wieder. Jetzt war der mal ein paar Wochen nicht da und ist er da, dann lässt du wie ein Chef raushängen. Aber ja, ich muss mal hoch, sonst bin ich meinen Posten als Manager los. Alles klar, mach das. Jo, danke nochmal. Jo, kein Ding.
Dann wollen wir mal. Läuft doch. Sehr schön. Das habe ich beantragen lassen, da wir eigentlich die Arena eh schon umbauen wollten auf den Boxkampf. Haben wir jetzt auch wieder die Boxarena zurück. So, einmal schnell gucken, dass ich den Schuhmacher wische. Einmal Dauerlauf die Treppe hoch. Da muss die Tür schon aufmachen. Dann gehe ich auch mal einmal in den Dienst eben kurz. So. Dann gehen wir am besten jetzt erstmal ins Büro, ne? Ja, ich habe so eine Liste geschrieben. Ah, ja, das ist ja gut. Ja, es muss jetzt eh auch mal wieder reinkommen nach 4 Wochen. So, einmal zu das Ding. Also jetzt erstmal, damit du das sehen kannst, gehen wir mal. Erstmal wieder abschließen, dass uns keiner verfolgt. Ja, besser ist es. Übrigens, du solltest dein Hörgerät ein bisschen lauter stellen, das ist sehr leise. Ja, das Problem ist, ich höre momentan eh nur auf einem Ohr noch. Ah, okay. Also damit du siehst, ich habe wieder zurückbauen lassen. Ja, ja. Ich war nämlich letztens. Ich weiß auch nicht, was da passiert ist. Also ich hatte die Boxarena. Dann wollte ich ein Event starten, habe ich dir ja geschrieben. Dann kam ich rein. War der Feuerring. Dann hatte ich dich angeschrieben, dann hatten die wieder zurückgebaut auf Arena. Da hat die von Arena wieder Feuerring. Und jetzt sind wir quasi bei Status Quo wieder auf Boxring. Ich weiß ja auch nicht, was da los war. Vielleicht ist da ein Fehler bei der Kommunikation mit dem Bauern passiert. Ist ja kein Problem passiert. Ja, aber so finde ich es wieder. So kann ich auch was machen, weil immer umbauen lassen, möchte ich wissen, was das kostet. Kostet gar nichts. Okay, ah. Sehr schön. Ich muss nur dem Bauamt das Bescheid sagen und ich habe auch von dem Bauamt Informationen bekommen, dass es neue Setups gibt. Eine so. Sache nachgucken. Ja, das ist sehr gut. Die Eltern wurden automatisch angepasst. Das ist sehr gut. Ach, haben wir hier wieder den neuen Nimbus 2000 Tisch? Ja, ich glaube ja. Mal funktioniert der mal. Ich gehe mal auf 8 Meter, dann passt das.
Ja, ich kann mich auch hier vorne hinsetzen. Ach, alles gut. Das passt schon. Ja, brauchst du nicht. Ich stehe lieber. Das musst du ja wissen. Ja, ich war heute Morgen schon Holz hacken. Deswegen. Ah, okay. Ja, ich habe heute Morgen, da ich die Arena nicht wusste, was ich damit anfange, dann habe ich erstmal in Holz und so investiert. Ja. Und, wie ist das? Ich habe das ja in die Megamall, das Papier habe ich in die Megamall gepackt. Und jetzt können das andere Leute kaufen, oder wie? Ich glaube, du verkaufst es dann nur, wie das dann weitergeht, weiß ich nicht. Ja, mal gucken, ja. Ich weiß nicht, ich denke, das wird doch direkt verkauft. Ja, weil ich habe davon nichts bekommen. Oder nicht viel, aber ja. Ja gut, keine Ahnung, kann jetzt auch an dem Wirtschaftssystem-Update Ding da sein von den Behörden. Ja. Bisschen. Ach, endlich wieder vernünftige Menschen um mich herum. Ja, wie gesagt, nur wenn du was planst, immer mit mir auch absprechen, genauso wie die Preise und so, dass ich dann vielleicht nur sagen kann, ja, da wäre gut, wenn wir da noch was dran machen könnten. Das habe ich ja auch vom letzten Mal gelernt. Ja, dass ich das einfach falsch interpretiert habe, dass ich das hätte einfach als Preisvorschläge, dass ich da ja immer noch entscheiden kann. Weil ich ist ja immer nur mein Laden. Und dein Laden ist aber ein sehr großer Laden. Was verkaufst du da? Schläge? Hier die. Ja, alles gut. Nee, kümmerst du dich dann demnächst noch um die Buchhaltung oder soll ich das machen? Wir müssen ja im Endeffekt dann, glaube ich, überall nur Nullen entfernen, oder? Also, was ich mitbekommen habe, ich habe mal mit ein paar Leuten gesprochen. Ja. Das, was drauf war, bleibt quasi drauf. Und das, was sie neu machen an Umsatz, läuft dann über das neue System. Und irgendwie muss man das jetzt verrechnen, plus minus XY mit dem DOJ. Ich bin mir da auch noch nicht ganz sicher. Okay. Weil eigentlich habe ich so verstanden, das, was sie eingenommen haben, die 600.000, deswegen war ich auch die letzten zwei Wochen nicht im Dienst, um einfach die Summe drauf zu lassen. Ich glaube, ich war einmal im Dienst, habe mir einmal 3.000 mitgenommen. Also Stand jetzt haben wir, wenn ich da kurz zwischenfunken darf, wenn ich hier gucke, ne, 64.986. Ach, das haben sie schon angepasst? Das haben die schon angepasst, das sehe ich gerade. Das kannst du ja nicht sehen. Ach so, sehr schön. Aber wir haben 64.986 auf. Ich würde dann auch jetzt erstmal sagen, dass wir jetzt die Einträge nochmal löschen alle, ne? Also du kannst von den letzten zwei Wochen, kannst du mir nochmal eine Rechnung von 1,5 ausstellen. Ich hatte nochmal 4 Säfte rausgenommen. Okay. Ein Champagner und hab, glaube ich, ein Gehalt. Okay, also 1,5, ne? Machst du 5.000, stopp mal. Ich muss erstmal gucken, wie viel Geld habe ich noch nach dem neuen Wirtschaftssystem. Dann machst du mir nochmal eine Rechnung von 3 und dann passt das. Dann müsste das, glaube ich, passen. Und dann mache ich... Dann machst du 0. Warte mal. Nee, wir machen es ganz anders. Weil ich weiß nämlich nicht, wie viel der Praktikant noch gearbeitet hat. Ich habe den kein einziges Mal gesehen. Der hat heute gekündigt. Ah, okay, gut, der dann weiß ich das. Der arbeitet jetzt beim Up and Adam. Den habe ich auch schon die Rolle weggenommen. Habe ich jetzt schon mal erledigt, weil der hat mir heute Morgen geschrieben, dass der gekündigt hat. Wer geht denn freiwillig zu Up and Adam? Okay, die sind super, da hätte ich auch hingehen können. Aber für 800 Dollar, alten Satz, finde ich ein bisschen wenig. Ah, frag mich doch. Sag mal, so 300 ist jetzt auch nicht viel hier für die Arena, aber wir müssen halt mal gucken. Dann wir müssen jetzt... Ja, alles gut, ist da. So. Weil das Schwierige ist jetzt halt auch, wir müssen halt auch mit dem arbeiten, was wir aktuell haben. Genau. Und das ist jetzt halt das Schwierige. So. Was ich jetzt sagen wollte, jetzt würde ich das so machen, das ist in der Buchhaltung, ne? So, ist bezahlt, wunderbar. Das ist nochmal alles lösche, ne? Und das ist dann als Startkapital eintrage 67.986 erstmal, ne? Okay, du musst es entscheiden und ich arbeite damit. Ja, weil wir... Weil du bist ja der Chef. Weil die Steuern arbeiten ja jetzt, wenn ich das richtig verstanden habe, gelten jetzt dann ab jetzt erst, ne? Ich habe keine Ahnung, also ich blick da selber nicht durch. Deswegen habe ich auch die Macebank Arena zwischendurch nicht geöffnet. Noch einmal hatte ich sie geöffnet, da hatte der Feuerring... Hast du eventuell auf Twitter gelesen? Ja. Da hat der Feuerring so ein bisschen geleckt und da habe ich die betrieblich geschlossen.
So, ich hab jetzt. Ich werde das auch mit dem DOJ demnächst mal abspritzen. Kapital. Dass wir das jetzt ab so gemacht haben, dass wir ab heute die Rechnungen heute nochmal gemacht haben. Mhm. Dass wir ab. Boah. Dass wir dann ab heute anfangen, das alles aufzuschreiben, ne? Damit wir dann wieder eine Summe haben, womit wir arbeiten können. Darum werde ich mich kümmern beim DOJ. Werde es machen, damit du da Bescheid weißt, ne? Mit den neuen Kaffeepreisen und so habe ich schon gearbeitet. Also ein paar Kaffee habe ich schon verkauft. Ja, okay. Wenn du damit klarkommst, ist das okay? Nee, ich habe ja die Preise von Bean Machine genommen, habe eine Null abgezogen und rechne quasi 5 bis 15 Dollar drauf, dass wir einen Gewinn haben. Okay, okay. Das heißt zum Beispiel, Kaffee war 450, kostet jetzt 45, also nehme ich 60. Okay. Und Donuts und Säfte waren bei 200, da nehme ich wahrscheinlich so 230 Dollar. Also 230, wenn 20, nehme ich wahrscheinlich 50 Dollar. Okay. Ja, muss ich aber noch eingerufen, weil ich habe jetzt aktuell, deswegen hatte ich ja dich gefragt, wegen nächste Jobmesse. Ich wurde nämlich schon von vielen gefragt, wir haben jetzt viele neue Einwohner. Ich würde sagen, da sowas relativ schnell zu organisieren ist, Robin, ne? Musst du halt entscheiden. Könnten wir das diese Woche Donnerstag machen, meiner Meinung nach? Weil ich bin jetzt die nächsten Wochen freitags und samstags nicht da. Okay, okay, okay. Oder zumindest samstags bin ich dann erstmal nicht da. Ah, ist doch okay. Müssen wir halt dann gucken. Aber ist Donnerstag für die Firmen nicht zu spontan? Ja, oder wir machen das dann. Weil wir haben heute schon Montag. Dann würde ich sagen, nächste Woche Donnerstag. So wie immer, dann 19 Uhr aufbauen, 19.30 Uhr starten? Ja, das würde ich dann sagen. Das ergibt dann, finde ich, am meisten Sinn. Dann müssen wir nämlich auch gucken, dass wir die Preise dann anpassen. Zum Beispiel statt 15.000 für Up and Atten dann 1.500 oder so, aber das müssen wir abklären. Das können wir auch immer noch abgucken. Wir können ja dann auch so besprechen. Das werde ich übernehmen, dass ich da mit Helmut drüber spreche, ne? Genau. Dass er sich aufschreibt, welche Einnahmen der an dem Tag gemacht hat, ne? Und dass wir dann sagen, bei Helmut zum Beispiel nehmen wir 50% von den Einnahmen, die er am Tag da gemacht hat. Ne? Aber das ist schwierig. Geh mal auf. Ich gehe jetzt mal im Kopf durch. Geh mal in Amerika auf eine Veranstaltung. Die müssen auch eine Summe X nehmen und wenn die keinen Umsatz machen, ist es ja nicht unser Problem. Ja, gut, das stimmt. Standgebühren. Aber sagen wir mal so, wir nehmen dann 1.000 Dollar von dem als Standgebühren, ne? Mhm. Und sagen dann noch 30% von dem, was du an Gewinn gemacht hast an dem Tag, ne? Gibst du dann noch zusätzlich dazu? Jetzt die Frage, ist das nicht zu kompliziert für dich? Ja, okay, das könntest du ja dann abbrechen, aber... ich mache alles, ich kann alles. Nee, kriegen wir hin. Nee, ich hole dich ja wirklich nur zu Sachen dabei. Deswegen bist du mein Manager, wo ich wirklich Hilfe brauche, ne? Wenn ich jetzt was selber machen kann, dann weißt du dann auch, dass ich das sage, Robin. Ja, ne? klar. Das weißt du ja. Weil sonst... endet dazu wie beim letzten Mal und das wollen wir, glaube ich, keinen Mal. Da haben wir, glaube ich, aneinander vorbeigesprochen. Ungewollt. Wir haben doch jetzt eine Boxarena. Was ich eigentlich auch mal fragen wollte, warum schreibst du eigentlich so oft aggressiv mit Ausrufezeichen im Mailverteiler? Wenn du mit Ausrufezeichen gehst, dann merkt der D-Funk, das ist wichtig. Dann ja, ist okay. Dann kommt bei mir nämlich ein roter Balken davor und dann sehe ich, das ist wichtig, das muss ich mit dem Herrn Schumacher noch besprechen. Ah, okay, dann weiß ich Bescheid, das hat nichts Böses. Das ist nichts Persönliches, das ist einfach nur, das ist wichtig, da muss ich dran denken. Ja, okay. Naja, gut, dann, weil du hattest jetzt gesagt, du hast ein Box-Event als nächstes geplant. Nee, du musst überlegen, an dem Abend, wo du das letzte Mal da warst, da hatte ich quasi so eine, mit dem Feuerring hatte ich dir ja gesagt, wer durchspringt, kann umsonst und so weiter und so fort. Dann hatte ich eigentlich dieses mit 10 Leuten kämpfen und dann Gewinnbaum und so. Und dann war halt, ich kam in die Arena. Ja, aber dazu muss ich dir sagen, du hättest auch selber zum Bauamt hingehen können, ne? Wo ist denn das? Oben in den Wolken.
Achso, okay, alles klar. Warte mal eben, kurz. Ich habe mal eben kurz meinen Stream zoom gemacht. Robin, du musst dann einfach den Support. Ist jetzt mit Absicht. Dann musst du das ansprechen. Dann wird ein aufgemacht. Ja, ja, alles gut. Okay. Ich sag nur, du, dass du eine Eule anhast, musst du mir nicht sagen. Okay, es geht nur darum, du musst dann in den Wolken. Ich habe auch eine Eule laufen. Wenn das die Security merkt, oben in den Wolken, kann das auch für dich zum Band führen. Also. Okay. Nee, ich wollte nur sagen, dann musst du halt einmal. Ja, ich weiß es doch. Ich spiel doch nur so aus. Ist doch gut. Ich muss gerade. Ich komm wieder rein. Entschuldigung, ich war gerade. Alles gut. Sorry. Nee, wie gesagt, da hättest du auch einfach zum Bauamt hingehen können und das ansprechen können. Die sagen einfach, jetzt wo ich wieder da bin, mache ich das, ne? Dass du mir dann sagst, du planst das und das Event, dann gehe ich zum Bauamt und spreche das mit dem ab, ne? Es gibt jetzt auch neue Setups oder neue Veranstaltungen. Was hast denn du? Du hast aktuell den Feuerring, das kenne ich ja. Boxen? Wrestling, dann gibt es Basketball. Aber ist Wrestling nicht so wie Boxen? Im Endeffekt, ja, ist dieselbe Stage, ich weiß auch nicht. Dann gibt es noch Modenshow, Rockkonzert. Okay. Dann gibt es jetzt neu Curling, Fußball, Rocket League, Trackmania, glaube ich, drei unterschiedliche Varianten. Und Kartbahn, aber die beiden letzteren sind noch nicht freigegeben. Also Kartbahn würde ich ja sagen, eher nein für uns, weil wir eine Kartbahn vor der Tür haben. Ja, aber dann kann man quasi auch die Kartbahn anmieten draußen und dann draußen das Event machen. Ja, lustig ist, die Kartbahn, die ich gesehen habe von dem Bauamt, die ist noch komplett anders. Die geht teilweise steil hoch. Ja, müssen wir da gucken. Zum Beispiel eine Modenschau wäre zum Beispiel interessant, wenn wir jetzt zum Beispiel neue Kleidung oder so bekommen, dass man die der Bevölkerung vorstellt oder so. Dafür brauchen wir dann aber auch Models. Wir beiden. Nee, wie denn? Nee, lieber nicht. Dann habe ich nochmal angesprochen mit dem Bauamt, dass die Aufzüge demnächst nochmal wirklich gemacht werden. Brauchst du wirklich einen Aufzug hier? Es gibt hier mehrere Aufzüge, die dann funktionieren wird. Alleine schon der Aufzug zu den Umkleiden und alles. Okay. Damit die Leute auch schneller dann runterkommen und alles. Ja, müssen wir dann gucken. Also ich werde weiterhin die Treppe laufen, weil ich aktuell so viele Bürger von Up and Adam esse. Ja, zu Up and Adam muss ich auch mal wieder demnächst, ey. Ja. Nach dem schlechten Krankenhausessen brauche ich mal wieder was Gutes. Ja, ich weiß, dein Urlaub war quasi ein Urlaub im Wellnesshotel. Der extra Klasse mit den Leuten mit den weißen Kitteln, ich weiß schon. Naja, ich habe nicht viel mitbekommen von den weißen Kitteln. Ach, sei froh. Ja, dann. Der Geilste war nur in meinem Urlaub, ey. Ich sitze da so oder liegt da so auf dem Tisch, ne? Pick das Ding auf und ich sag so, ist voll langsam in Unmacht. Ja, das ist mein Herr Schuhmacher, so liebe ich sie. Haben sie zu viele Frauen gesehen? Ha? Zu viele Unicorn gewesen. Das Lustige ist, da waren zwei Frauen, die mir die Narkose gegeben haben. Ist doch alles gut. Wie eine Narkose? Ich hab gedacht, du wärst im Urlaub gewesen. Ach so. Nein, ich hab doch gesagt, ich hab doch gesagt, ich bin hier 4 Wochen, weil ich operiert werden muss. Deswegen war ich doch im MD und hab mir eine Überweisung holen lassen. Okay. Ach, im MD jetzt? Ja. Deswegen war ich doch so lange weg. Weil ich musste doch zum MD und die haben mir gesagt, die können das hier leider nicht machen, sie müssen dafür leider woanders hin verreisen. Ich habe gedacht, du hast dir einen Fruchtcocktail geben lassen in den Arm. Nee, aber ich musste leider wirklich vom MD aus, als ich da war, haben die gesagt, gucken Sie mal Ihre Hals-Nasen-Ohrenbereich nach. Und dabei wurde dann festgestellt, dass ich eine Sache am Ohr habe und deswegen musste ich dann, haben die mir eine Überweisung gegeben für Urlaubsreise. Das war das Problem. Frage, ich wollte gerade mal einen Twitter aufsetzen, dass du wieder da bist. Welche Preise nehmen wir denn jetzt? Also für wenn wir jetzt Richtung, also für, ja erstmal, wir haben ja jetzt mit Boxen, müssen wir jetzt erstmal, weil Boxen, ich weiß nicht, wie man das, Feuerring ist ja ganz einfach. Die Frage ist, die Kartbahn, wie viel kostet die Kartbahn zu mieten immer? Ich kann es dir nicht sagen, keine Ahnung.
Müsste mir gleich mal gucken gehen, weil dann könnte man zum Beispiel sagen, die Arena-Zeit für die Kartbahn. Dass wenn jetzt Leute fahren wollen, sollen die vorbeikommen, ne? Und dann, wenn die Rennen voll sind, dann sollen die Leute zur Go-Kart-Bahn kommen und wir bezahlen das. Mhm. Weil ich glaube, die Arena kostet, ich glaube, die Kartbahn kostet nicht so viel. Das wäre mal was Schönes. Weil dann hebe ich jetzt gleich vorsichtshalber einfach mal 10.000 ab und dann können wir das heute mal anbieten, ne? Mhm. Weil das wäre auch was Schönes. So, kurze Info, ich habe einen kleinen Twitter-Post aufgesetzt, den habe ich noch nicht rausgeschätzt. Ja. Herr Schumacher ist wieder da, das heißt, die Boxarena kann für euch, wenn die alle gebucht werden. Schönen Gruß von eurem Manager, Herr von Sauerstein. Preise, soll ich reinschreiben, Preise nach Absprache? Ja. Preise nach Absprache. Das Preise nach Absprache. Und einige Leute habe ich ja schon wieder getroffen, wie Ecke und so, die habe ich ja auch schon gesprochen wieder. Okay. Ja. So, dann gucke ich mal eben kurz was. Gucke ich mal eben kurz nach. So. Ja, ich habe jetzt erstmal keine Preise dabei geschrieben. Erstmal nur, dass wir wieder da sind. Dass sie sich melden können. Oder mal gucken, was daraus wird. Ja, und jetzt sollte mir vielleicht den. Ich habe mein Bild von dir genommen. Ja, ist kein Problem. Und dann gucken, dass wir vielleicht heute mal ein bisschen Kart machen, dass die Leute jetzt bis 20:30 oder so, weil ich bin jetzt nicht mehr so lange da, oder dass wir morgen das wegen dem Kart machen. Ja, ich muss ja auch mal gucken. Ich bin jetzt auch in den nächsten Wochen nicht viel da, deswegen hatte ich die Arena so ein bisschen schleifen lassen. Wir müssen halt mal gucken. Ich sag mal so, du musst erstmal ankommen. Ich lass dich erstmal ankommen. Wir haben es jetzt erstmal. Mal gucken, wie viele Leute sich melden, weil. Ja. Ja, weil ich bin jetzt gleich erstmal wieder im Bett. Richtig, richtig. Ich würde nämlich auch sagen, ich falle mich wieder hoch zur. Nach Hause, weil ich habe um 7:45 einen Termin. Okay. Deswegen würde ich nämlich sagen, wohnst du eigentlich noch da oben am See? Ich meine ja. Glauben ist nicht wissen. Okay, dann weißt Bescheid, dann würde ich jetzt einmal aus dem Dienst gehen. Ja. Wenn was ist, schreib mich über den D-Funk an. Jo, mach ich. Und dann, schön, dass du wieder da bist. Ja. So, jetzt verlaufe ich mich wieder. Wo ist das Büro? Hier raus? Ja, ich will eigentlich nur mich hier ausstempeln. Ja, komm. deswegen laufe ich nicht gerne hier oben lang. Ich verlaufe mich immer. Ah. Sehr schön. Irgendwann hast du diese Wege auch drin. Ne? Ja, ich habe jetzt die Arena in den 4 Wochen einmal geöffnet. Ich sag ja, irgendwann hast du die Wege auch drin. Ne? So. Nicht wundern, ich habe mein Auto wieder da unten geparkt. Dann wünsche ich dir was. Jo. Nein. Okay. Ich will eigentlich nur hier runter. Auch nicht schlecht, kann man auch mal so. Ja. So, dann einmal im schnellen Sprint. Wie gesagt, unsere Boxarena ist wieder zurück.
So. Einmal schnell abbremsen wegen dem Blitzer. Ja, nur fliegen ist schöner. So, damit sind wir gleich wieder zu Hause. Oh. Jetzt aber. Damit würde ich sagen, ciao mit Frau Robin. Tschüss. Oh.